Liebe Zuschauer, es ist unglaublich, wie schnell diese Woche schon wieder vergeht. Wir blicken nämlich jetzt schon auf den Freitag und die wichtigsten Konjunkturdaten dann am 7. September 2018. Ohne zunächst zu versäumen, Ihnen zu sagen, dass sich die Eurogruppe in Wien trifft und wir natürlich darauf achten werden, welche Maßnahmen dort beschlossen werden und was wir dann dort von den Politikern aus der österreichischen Hauptstadt zu hören bekommen. Dann erhalten wir um 7 Uhr am Morgen den Index der Frühindikatoren aus Japan. Wir blicken um 8 Uhr auf den Handelsbilanzsaldo in Deutschland im Monat Juli mit den aktuellen Angaben zu den Importen und Exporten. Ebenfalls um 8 Uhr kommen Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe in Deutschland heraus. Wir schauen um 11 Uhr auf die endgültigen Angaben zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone, das Wirtschaftswachstum also in unserer großen Region. Und dann gibt es den wahrscheinlich sogar wichtigsten Datensatz der gesamten Börsenwoche mit dem Arbeitsmarktbericht der US-amerikanischen Regierung. Es wird natürlich die Anzahl der neu geschaffenen Stellen veröffentlicht. Zeitgleich gibt es die aktuelle Arbeitslosenquote. Da rechnen Ökonomen jetzt mit einem Rückgang sogar auf 3,8% inzwischen. Also man ist doch hier fast schon bei der Vollbeschäftigung angekommen. Und dann gibt es natürlich wie immer die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne. Das werden wir alles natürlich für Sie im Blick behalten. Jetzt atmen Sie nochmal durch, denn der DAX kämpft inzwischen mit der Marke von 12.000 Punkten. Und wir werden hier genau beobachten, inwieweit er diesen Kampf gewinnen kann oder ob sich der Abwärtstrend, der jetzt sich im September auch nochmals verdeutlicht hat, jetzt fortsetzt. Warten wir es ab.